Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbands. In diesem Milchgipfel haben viele Leute viel Hoffnungen erwartet oder reingesteckt. Was ist rausgekommen? Also am Schluss ist ein konkretes Manifest verabschiedet worden. Man hat sich da verständigt. Und dort sind jetzt die konkreten Massnahmen aufgeführt, um auf der einen Seite die Branche, auf der anderen Seite aber auch als Forderung an die Politik richten zu tun. Sie sind jetzt näher gekommen, Produzentenhandel, Verarbeiter? Da ist immer noch eine riesige Differenz. Also ich gehe davon aus, dass sicher heute mal ein grosser Pfahl eingeschlagen worden ist. Man hat sich ja bereits im Vorfeld zu der Woche in der Diskussion mit auf gewisse Punkte einigen. Wo sieht man gemeinsam Handlungsbedarf? Wo kann man überhaupt ansetzen? Und da ist jetzt am Schluss auch im Manifest gestanden. Man hat auch Diskussionen geführt mit dem Bundesamt. Ich glaube, da ist schon der Weg sehr wichtig bis heute her. Und jetzt auch die Gespräche und die Diskussionen heute. Ich habe das Wichtigste für den Milchbauer. Kann er in der nächsten Zeit mit einem höheren Milchpreis rechnen oder geht es immer noch weiter oben? Könnt ihr da etwas sagen? Also ich gehe davon aus, dass gerade auch der heutige Milchgipfel einmal dazu beigetragen hat, dass der Richtpreis nicht gesenkt worden ist von der Branchenorganisation Milch. Das ist sicher am ganzen Kleinen erfolgt. Es geht aber auch darum, dass der Milchpreis wieder nach oben geht. Und ich glaube, die Einsicht die ist heute sehr stark gewachsen unter den Marktpartnern, dass heute unsere Milchproduzenten Geld drauflegen in der Milchproduktion, dass die innerhalb von allen Produktionsrichtungen heute am Schluss vor der Wertschöpfungskette stand und dass es so nicht weitergehen kann. Jetzt noch ganz kurz, wie geht es jetzt weiter? Treffen Sie euch noch einmal oder was ist jetzt angedenkt? Also für uns ist ganz wichtig, dass eben auch die nächsten Punkte und die nächsten Schritte sehr genau definiert werden. Wir werden am 14. Juni beim Bundespräsidenten Schneider-Ammann sein, um zu diskutieren, was sind die Aufgaben der Politik, wie sind die umzusetzen, was sind die nächsten Schritte. Da geht es vor allem auch um das Postulat, jetzt, das beantwortet werden von der Wirtschaftskommission, wo zentrale Fragen abgehandelt werden müssen. Und dann innerhalb von der Branchenorganisation Milch, die Forderungen, die im Manifest effektiv umgesetzt werden. Markus Ritter, merci vielmals für das Interview. Viel Erfolg. Merci. Danke vielmals, merci.